Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Wir sind zurück. Ich bin schon mal hier runter wieder gefahren. Wir waren ja noch beim Händler. Ich bin jetzt einmal schon wieder hier. Im Stream haben wir noch einmal den Bunker gelootet. Ich werde euch gleich zeigen, was da nochmal rausgekommen ist. Wir werden jetzt eine Aufnahme wieder machen. Moment. Oh. Übel. So, wir sind kurz vor der Stadt. Wir werden jetzt auf jeden Fall einmal in die Stadt reingehen und looten. Ich habe ein neues OBS-Update gehabt. Das hat ein paar neue Einstellungen dazu gebracht. Ich hoffe mal, dass die Qualität ansatzweise passt. Mein neuer Rechner ist allerdings nächste Woche soweit fertig. Und dann habt ihr wieder die bestmögliche Qualität. Wenn es jetzt irgendwo mal ein bisschen hakt und ruckelt, bitte ich das zu entschuldigen. Wir müssen jetzt gleich mal gucken. Das ist schon nämlich der Anfang der Stadt. Mittlerweile, der ein oder andere findet tatsächlich mittlerweile auf dem Server. Ich bin nicht mehr ganz so alleine. Mittlerweile sind wir zu dritt auf dem Server. Mal gucken, wie lange die Leute da bleiben. Ich hoffe etwas länger. Und wir gucken uns jetzt hier mal um. Das erste Mal, dass ich in der Stadt bin. Im Moment haben wir noch keinen Framedrop drin. Das passt alles soweit, denke ich mal. Und es ist ein bisschen heiß. Wir können uns auf jeden Fall gleich mal was ausziehen. Und zwar das militärische Shirt können wir auf jeden Fall mal wegpacken. Und ich würde sogar eher noch die... Ja, gut, warte mal. Die Hose, taktische Hose. Pack die taktische Hose weg. Und die taktische Weste kommt auch noch weg. Da müsste ansatzweise wieder, glaube ich, gehen, das Ganze. So wie wir unterwegs sind. So, was habe ich noch gelootet? Wir haben diesen Rucksack hier gelootet, diesen Tarnfleck-Wanderrucksack lag im Bunker drin. Da können wir einmal ganz kurz reingucken, da ist der ganze Loot drin, was ich rausgezogen habe. Eine Block 21 Net Damage, kaputte, bisschen Munition, ein VHS-Magazin, eine Antipersonenmine und ein AK-74U haben wir rausgezogen. Also die Einklapp-Variante der AK, die Faltvariante, haben wir rausgezogen. In einem, ja, 62% Zustand, gar nicht so schlecht. Mit der können wir tatsächlich ein bisschen was anfangen, aber wir haben ja unsere M16 und wir haben unsere AWP jetzt mittlerweile. So, den Rucksack nehmen wir erstmal hier wieder mit rein. Wir haben unser Messerchen. Wir haben Munitionchen. Wieso habe ich kein Blockmagazin mehr? Sag bloß, meine Blockmagazine sind schon wieder irgendwo weggetroppt. Ich habe es in irgendeine Tasche gepackt. Kann auch sein. M29-Magazin. Hunter-Magazin. AS-Magazin. M9-Magazin. M16-Magazin. AS9, M9-Magazin. Mir fehlen schon wieder Blockmagazine. Es ist eine wahre Freude. Wahrscheinlich sind sie noch in irgendeiner Hose. Ich habe nämlich ein bisschen Charakter umgezogen und so weiter und so fort. Ich nehme an, dass die irgendwo stecken. Wahrscheinlich in irgendeinem M9-Magazin, ja, irgendwo würden sie drin stecken, denke ich mal. Egal. Wir können jetzt erstmal ein Magazin haben wir drin. Wir haben hoffentlich ein paar Munition, ein bisschen was drin. Munition, da haben wir ja einiges mittlerweile. Ich würde gerne mal wissen, was das hier ist. Und hier haben wir eine Baustelle. Sehr, sehr cool. Baustelle meistens recht viel los. Lagerhallen, da können wir auf jeden Fall mal reinlooten. Ich bin mal gespannt, was wir hier für Loot finden werden. Ob es militärischer Loot ist. Ich weiß, dass es eine große Halle gibt. Irgendwo hier drin. Ich habe keine Ahnung genau wo, aber irgendwo in der Stadt gibt es eine große Halle. Da ist... Ich bin mal gespannt, wie viel mit meiner Server-Einstellung los sein wird. Da ist relativ viel los an Zombie-Betrieb. Hier ist es doch gar keiner. Kein Trainbox, sehr schön. Das scheint zu funktionieren. Muss allerdings das Ganze nochmal ein bisschen feinjustieren. Und ja, aber es müsste soweit passen. Wie gesagt, nächste Woche ist alles kein Problem mehr. Dann ist die neue Grafikkarte am Start. Müsste dann soweit passen. So, wir gehen mal hier drauf. Da ist eine, oh, eine Tanke. Sehr schön. Das ist schon mal nicht schlecht, weil wir auch definitiv tanken müssen. Scum-Plakat. ATM-Automat. Was auch sonst. Das ist, ist das ein Supermarkt oder ist das... Was ist das? Ein Supermarkt, oder? Ein großer. Super-Arcade. Jetzt M. Ein Supermarkt. Können wir gleich mal reingucken. Cool. Oh, schade. Kann man alle Kassen looten? Die sind zu. Yay. Frage ist, ob da was rauskommt. Ich sehe jetzt noch keinen Zombie. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube nicht, dass wir allein in der Stadt sein werden. Ich glaube eher, dass tatsächlich recht viel Betrieb sein wird. Toiletten, ja, können wir auch mal mit durchsuchen. Seife wäre gar nicht schlecht, wenn wir finden würden. Wir müssten mal dringend unsere Klamotten. Eigentlich waschen. So laut war das jetzt eigentlich gar nicht. Ah ja, zu Toiletten können wir durchsuchen, haben wir gelernt. Ah, natürlich... Cool. In den Kassen ist kein Badegeld, aber in der Zoon-Toilette ist das Geld. Okay. Keine weiteren Fragen. Auf der 4 habe ich meine Machete. Die habe ich gerade übrigens gesucht. Meine Option wäre nämlich eine andere gewesen.
Und wir haben definitiv ein, zwei Zombies hier. Ich nehme mal an, dass da auch Sprengzombies sein werden. Ah, guck mal, hier auch nochmal Kohle. Ich gehe mal davon aus, dass hier tatsächlich auch viele Sprengzombies unterwegs sind. Müssen wir mal gucken. Draußen ist, glaube ich, einer. Was ich weiß. Wasser. Ja, können wir sogar. Oh, Absinth. Oh, wir haben die Schnapsabteilung gefunden. Moin. Von hinten angeschlichen. Das finde ich bei The Walking Dead oder vierte Walking Dead oder was so immer für ein Dead Walking, egal, immer ganz nice. Es funktioniert in dem Spiel komischerweise aber auch, aber Zombies können sich anscheinend verdammt gut anschleichen. Das ist immer cool. Wenn du bei vierte Walking Dead oder was immer, ist egal. Bei den ganzen Walking Dead Filmen gibt es ja mittlerweile 4 Stück, glaube ich, gibt es mittlerweile. Ja, das war's aber. Leider nur 2 Flaschen Absinth. Ist immer so, dass die in irgendein Gebäude reingehen, da Mordslärm erstmal machen und ein paar Zombies anlocken. So, nett. So 2, 3 Zombies anlocken. Und dann, die Handschuhe haben wir gelernt, kann man nicht verkaufen. Und dann unterhalten sie sich erstmal ein bisschen und dann passiert irgendwas Komisches und dann auf einmal stehen 5 Zombies hinter ihnen, so 1 Meter entfernt nur. Wie wenn die Zombies sich voll angeschlichen hätten. Mit ihren Ninja-Fähigkeiten, die Zombies nun mal so haben. Das ist immer mega cool. Wenn das passiert, denke ich mir auch, okay. Die Zombies sind strohdoof an und für sich, können nichts außer durch die Gegend laufen, nagen. Und das war's. Schön ist auch immer, wenn du siehst, wie so 20 Zombies gegen eine Tür drücken und die Tür gerade so auf, also einer hält die Tür zu, 20 Zombies drücken dagegen und die Zombies kriegen mit Mühe und Not dann irgendwann doch die Tür auf, weil die meistens einfach auch nur aufgeben und sagen, nö, ich will nicht mehr drücken, dann sollen sie halt reinkommen. Aber dann in einer anderen Szene zerreißt halt ein Zombie oder 2 Zombies zerreißen einen Kerl in 2 Hälften einfach mal komplett mit ihrer Stärke. Ja, keine Ahnung. Kriegen kaum die Tür auf, aber können den Typen in 2 Hälften zerreißen. Weiß ich nicht. Passt irgendwie nicht so ganz. So, ein bisschen Loot haben wir hier. Leider, ja, der typische Loot ist ein Supermarkt-Loot. Aber jetzt nichts Besonderes dabei. Tagebuch ist nichts wert. Können wir mal hochgucken. Vielleicht Manager-Room oder sowas. Aber cool ist, dass hier mal auch die, also größere Gebäude gibt. Würde ich mir wünschen tatsächlich. Wenn auch die Städte, wir haben ja immer die, also die Städte. Gut aufs Dach. Schon wieder sehr viele Toiletten in diesem Supermarkt. Sehr, sehr viele. Können wir wieder durchsuchen. Geld drin? Nee. Lumpen, ja, warum nicht? Können wir den Absinth dann gleich zum richtigen Verband machen. Was sehr cool wäre, wenn es mal. Alter, wie viele Toiletten gibt es im Spiel? Wenn sie in den Städten, die immer gleich sind, auch mal irgendwie. Es gibt Städte, das sind spezielle Gebäude, wie ab und zu mal findet man mal ein Hotel beispielsweise. Was gibt es noch? So ein Strandresort. Ab und zu mal eine etwas andere Bar und so weiter und so fort. Aber sonst sehen die Städte zu 80, 90% immer gleich aus. Wäre cool, wenn sie da mal ein bisschen was anderes reinbauen würden. Also wenn sie wirklich mal, was weiß ich, mal einen großen Supermarkt irgendwo hinstellen würden wieder oder irgendwelche anderen speziellen Gebäude. Und so weiter und so fort. Wenn ein bisschen mehr Abwechslung insgesamt noch drin wäre. Aber man muss sagen, wir haben immer noch Halloween-Event. Halloween ist schon mittlerweile 2 Wochen vorbei, Freunde. Ist das hier Schulungsraum, oder was? Wir hatten mit irgendwas beschmissen von einem brennenden Kürbis, der irgendwo hier an der Wand klebt. Können wir die Dinger durchsuchen? Nö. Was hat er mich geworfen? Und mittlerweile hier Zombies, das ist die Security anscheinend mit ihrer stichsicheren Weste. Aber auch hier relativ wenig Abwechslung. Man muss ihn allerdings sehr zugute halten. Im Moment ist ja gerade die Version 0.8 in der Cracker. Cool. 0.8 in der Vorbereitung. Und in der Version 0.8 kommen dann wahrscheinlich das Atomkraftwerk mit atomarer Verstrahlung, mit der wir dann noch zu tun haben. Also, dass Dinge verstrahlt sein können. Wir Strahlentabletten brauchen unter anderem. Atemschutzmasken, Regenponchos beispielsweise oder eben Plastikponchos oder Schutzanzüge. Je nachdem, wohl auch neue Zombies, die verstrahlt sind, sind schon in Arbeit und so weiter und so fort. Das wird wiederum ganz cool. Und das ist so wie das Krankenhaus so ein bisschen. Nur habe ich diesmal die Hoffnung, dass sie es richtig gut gemacht haben und nicht so. Das Krankenhaus ist nett anzusehen, das Ganze. Das Problem ist dieser, der Loot, der eigentlich trotzdem irgendwie immer das gleiche ist. Aufzug, okay, Aufzug geht nicht. Woher soll auch der Strom kommen? Ich würde einmal aufs Dach gucken wollen. Können wir hier hin. Auch nur noch ein paar Maschinen.
Klimaanlage. Die Gebäude sind eigentlich ganz cool gemacht, aber durch das auch hier immer wieder die gleichen Getränkeautomaten stehen, die Büros alle gleich sind. Man könnte noch mehr rausholen tatsächlich. Viel mehr rausholen. Sonst ist lieber ein Gebäude von mir aus einen Monat dran rumbasteln. Dafür ist es danach richtig, richtig geil. Und du gehst gerne da rein und lootest das Ding gerne. Hier steht jetzt immer der gleiche Schreibtisch da. In den Schreibtischen kann immer nur ein gewisser Loot spawnen. Wie beispielsweise Schlösser und so weiter und so fort. Oder diese Büroklammern natürlich. Und deswegen hast du irgendwo immer das gleiche Zeug hier drin. Hier jetzt auch. Du hast immer die gleichen Schränke und so weiter und so fort. Bisschen individueller das Ganze. Gut, hier stehen mal zwei Schreibtische in dem Büro, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wäre ganz cool und würde in dem Spiel auf jeden Fall noch sehr gut tun. Aber mal Batterien drin. Aber sonst, ich mag Scum wirklich sehr. Vor allem, dass die Entwickler auch wirklich sehr viel mit der Community arbeiten zusammen. Beispielsweise wurde die Community gefragt, welche Wandmodelle für das modulare Building die Community haben möchte. Und dann konnte die Community aus 11 Dingern beispielsweise entscheiden, ja, wir finden diese Wand am coolsten. Und dann haben die die tatsächlich jetzt, so wie es aussieht, zumindest auch wirklich genommen. War alles leer hier. Wobei wir Wasserflasche gefunden haben. Also das wiederum ist schon ganz nice, muss man sagen. 64 Nahrung nur. Würziger Fleiß-Snack. 95%, die können wir uns reinziehen. Fleisch ist immer gut. Bei einer Haltbarkeit von 95% langt man doch auch gerne zu. Ich habe keine Ahnung, was ein Feuerzeug wäre. Das ist, ich glaube, nicht so viel. Ich glaube, so 10. Also nicht, lohnt sich nicht wirklich. So. Einmal andere Seite. Ich würde gerne einmal aufs Dach gucken, was da noch los ist. Aber sonst lootmäßig, boah. Zwei Flaschen Absinth gefunden. Immerhin. Sonst aber nicht so prall. So, wo war das Ding? Hier. Müsst ihr aufs Dach gehen, nehme ich mal an. Es muss ein Geier kommen. 7 Days to Die-like. Okay, hier ist nichts weiter. Das ist einfach nur, wenn du zum Snipen wärst, ganz cool. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir mittlerweile auf... Ich weiß, dass drei Leute mittlerweile wirklich drauf... Da liegt noch ein Rohr. Drei Leute auch wirklich auf dem Server spielen im Moment. Und sich ein Hütchen bauen. Was sehr, sehr cool ist. Können wir eigentlich... Oh ja. Aber wir brauchen natürlich noch mehr. So eine durchgehende Spielanzahl von 15 wäre ganz cool. Dann bist du nämlich wirklich in der Gefahr... Ach, eine Art Apotheke. Bist du wirklich in der Gefahr, dass du auch mal jetzt hier in der Stadt beispielsweise erschossen wirst. Die Gefahr, jetzt tatsächlich dem Spieler über den Weg zu laufen, halte ich mal für sehr, 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 sehr gering. Also, ich mache mir jetzt echt keine Sorgen, damit wir durch einen anderen Spieler abgeknallt werden. So, was ist hier? Cafeteria. Bar. Ja, das hier ist beispielsweise alles gar nicht durchsuchbar. Die Dinger sind durchsuchbar. Schade. Aber wenigstens sehen wir mal andere Gebäude. Ach, guck mal, aber ein bisschen Essen. Mehr Getränke wie Essen, aber ein bisschen was kam zum Greifen. Oh, aber auch nicht so krass viele Zombies. Ich hätte mehr Zombies gerechnet. Die Bank ist ja auch in Arbeit, also diese ATM-Geldautomat. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren soll, wenn das ganze Banksystem einmal kommt. Wie du vielleicht tatsächlich Geld einzahlen kannst, dir Geld abbuchen kannst und so weiter und so fort. Weil Tote werden ja jetzt demnächst dann Geld kosten und keine Ruhmpunkte mehr. Die Frage ist, was sie dann mit den Ruhmpunkten anfangen wollen. Weil du brauchst die Ruhmpunkte eigentlich nur entweder fürs Ego oder du brauchst die Ruhmpunkte, um ja eben wieder nach dem Tod einsteigen zu können. An der Stelle, wo du möchtest. Aber das ist dann alles mit Geld machbar. Kostet 2.000-3.000, ist eigentlich ganz gut im Balance, muss ich sagen. So 2.000-3.000, Einstieg in der kleinen Zone, ist fair, würde ich sagen. Am Anfang klar viel Kohle, aber jetzt dann zu Gegenende geht's eigentlich. So, wir haben Baustellen, wir haben Häuser. Die Frage ist, wie wir es machen. Ich würde mir jetzt mal den Bereich anschauen und dann gucken wir uns den anderen Bereich noch an. Ich parke einfach mal frech, wie ich bin. Dann gucken wir mal ganz kurz in der Tanke. Da werden wahrscheinlich aber auch Sprengzombies sein, oder? Können wir vorstellen. Da ist gar keiner, oder? Wie sieht eigentlich unsere Machete aus? 85%. Oh, die hatten wir erst repariert. Hier ist keiner. Dann sollten wir die Gelegenheit nutzen und tanken.
Nur noch einer, oder? Ganz ehrlich. Das sind... Kostenschuss. 60, 70 Munition. 60, 70 Dollar pro Schuss. Da hauen wir lieber zweimal so drauf. Moin. Noch mehr? Nee. So, dann gehen wir aber schnell tanken. Cool ist, dass hier Licht brennt sogar. An der Tanke. Ausladen müssen wir auch logischerweise, wenn wir jetzt dann gleich in die Stadt gehen. Das wäre natürlich sehr gut, wenn wir vorher ausladen würden. Wir gucken ganz kurz mal in die Tanke rein. Theoretisch könnte auch Waffen spawnen. Da ist schon mal... Oh, nächster Absinth, nett. Der Absinth ist halt echt gut, weil wir damit nochmal Verbände herstellen können. Was wir vielleicht auch gleich nochmal tun sollten, bevor wir in die Stadt reinrennen. Bisschen Vorbereitung ist nicht das Schlechteste. Carbonpfeile. Das war leider schon der Waffenspawn. Also hier an der Kasse ist immer der Waffenspawn. Das heißt, wir werden keine weiteren Waffen leider mehr finden. Schade. Da haben wir schon durchsucht. Zur Toilette. Nichts drin. Gut, Müll. Theoretisch kann da recht gutes Zeug drin liegen. Auch in Autos beispielsweise kann echt gutes Zeug drin liegen. Aber jetzt alle Autos zu durchsuchen in der großen Stadt. Boah, das wird ein bisschen dauern, nehme ich mal an. So, ich finde es schon mal sehr schön, dass die Aufnahme zumindest ruckelfrei funktioniert. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am Rumtesten jetzt, aber nächste Woche hat sich eh alles erledigt. Dann kann ich praktisch alle Einstellungen fahren, wie ich möchte. Und dann nochmal an der Qualitätsschraube drehen. Einmal tanken. Wir sollten das Auto vielleicht nicht an der Tanke parken. Ich werde es nämlich so machen, wir werden hier länger wie eine Folge looten in der Stadt. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis. Treibstoff einfüllen. Können wir dann schon mal ausladen? Nee. Schade. Und ja, guck mal einfach mal. Viele Gebäude wurden ja im Zuge eines Patches geschlossen. Du konntest wohl in fast alle Gebäude rein in der Stadt. Mittlerweile sind einige zu. Aufgrund von Performance-Problemen in der Stadt. 10 von 10, 55%. Dann nehmen wir den hier. Der da ist noch am besten mit dabei. Das hier kann alles weg, weg. Wir müssen natürlich auch gucken, wie viel Platz wir haben in unserem Auto. Also wir haben leider nicht unendlich viel Platz, logischerweise. Aber wir waren ja erst beim Händler, haben ein bisschen Zeug verkauft. Den nehmen wir mal mit. Das Messer können wir eigentlich auch hier reinpacken. Das Ding, Desinfected. Desinfected. Die Frage, haben wir hier noch Dings drin? Wahrscheinlich. Schmeißt doch nichts weg, oder? Da ist noch einer. Desinfected. Sonst sieht es lumenmäßig aber schon eher trauriger aus. Gut, müsste aber reichen. So, Auto ist vollgetankt. Wir parken ein bisschen außerhalb, zumindest von der Tankstelle weg. Weil eben Sprengzombies dann wieder da sind. Und ich weiß nicht, ob ein Sprengzombie in der Lage ist, das Auto komplett zu zerstören. Ich glaube nicht, dass es ganz zerstören kann. Aber es wäre ordentlich gedamaged. Auf jeden Fall. Wow, rückwärts fahren ist ja noch größer wie vorwärts fahren. Wir stellen uns einfach mal hier neben den Supermarkt ab. Ich guck mal, was wir so finden. Ruhmpunkte 400 gerade reicht. Sehr schön. Wie sieht es munitionsmäßig eigentlich aus? Schlecht. 45 ACP. Auspacken. Pack den Rucksack. Ah ja, jetzt haben wir 50 Schuss dabei. Das sollte reichen. Wir haben leider im Moment nur ein Magazin. Ich muss nachher mal die Magazine suchen. Aber jetzt alle Taschen zu durchsuchen, würde mir zu lange dauern. Und wir kommen auch mit einem Magazin erstmal klar. Wir wollen jetzt erstmal die Hälfte looten. Also jetzt ist das Ziel, erstmal hier ein bisschen zu gucken, was haben wir hier. Was können wir looten? Da ist schon mal eine Apotheke. Ach cool, die Ampeln gehen sogar noch. Oh, nett. Bin mal gespannt auf, wie viele Sprengzombies wir treffen werden. Das, ach. Lass den Helm auf. Da ist schon mal eine Flasche Vino. Eine Bar haben wir gefunden. Da steht schon wieder ein Bierchen. Bierchen ist leider nicht wirklich was wert.
Mal gespannt, wie. Das, da ist beispielsweise schon zu. Ah, das ist alles. Ah, die Läden sind alle verbunden. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Bei recht vielen Zombies, so wie wir es hier haben. Dass wir nicht überrannt werden, einfach. Das wäre schlecht. Was ist der nächste? Moin. Fallen immer die Dicken auch noch, wie du 10.000 Schläge brauchst, bis sie mal tot sind. Da liegt irgendwas oben drauf. Das ist eine Büroklammer, oder? Da liegt auch noch irgendwas. Sicherheits... okay, keine Büroklammer, das ist eine Sicherheitsnadel. Kommt im Endeffekt aber das gleiche raus. Da liegt eine Bandage rum. Mit Wein können wir das leider nicht machen, die Dinger sterilisieren, das funktioniert nicht. Da liegt ein Küchenmesser, das können wir mitnehmen. Immer ein bisschen was wert. Nächster Supermarkt. Limettensaft. Schon. Okay. Also Absinth haben wir jetzt erstmal genug zum. Was ist auch nochmal Wasserfläschchen? Nett. Absinth haben wir erstmal genug. Da steht noch eine. Holla, die Waldfee. Also verbändemäßig sind wir durch. Auf jeden Fall. Hier ist auch zu. Aber wie gesagt, da arbeiten sie gerade dran. Pharmazie. Das ist eine andere? So ist es. Da sind halt jetzt zwei drin. Was ist das? Moin. Zwei Apotheken. Nicht schlecht. Eine Kasse. Was liegt hier rum? Schießpulver in der Apotheke. Okay. Keine weiteren Fragen. Können wir nicht eigentlich auch den Helm loswerden? Theoretisch brauchen wir den Helm erstmal auch nicht. Aber wir lassen erstmal auf. Und das Nachtsichtgerät brauchen wir auch nicht. Sektor C4. Den nehmen wir mit. Müssen wir nochmal gucken. Sektor C4. Den nehmen wir auf jeden Fall. Da ist gerade das ganze Gebäude gespawnt. Cool. Den nehmen wir mit. C4, der ist ums Eck. Das ist ein Katzensprung weg. Wir haben genug Schraubenschlüssel. Haben wir genug dabei? Wir haben durch die Aufladung, oder? 21 Aufladung, ja. Wir nehmen den Airdrop mit. Er ist in 5 Minuten unten. Ist dann bald schon wieder weg. Sind wir so langsam. Ich muss nur mein Auto wiederfinden. Wo haben wir geparkt? Beim Supermarkt. Hier. Ah, cool. Er hat mich verloren. Ist ja nett. Okay. Das hier rein, das hier rein, das hier rein, das hier rein, das hier rein. Du kannst hier aber echt gut looten. Komm her. Hast mich doch wiedergefunden, ne? Wir können auch Faustkampf, so ist nicht. Ich hab eigentlich aber dran gedacht, oder gedacht, dass wir das Messer noch ausgerüstet haben. Das ist schon der nächste. Ja. Passt. 6 brauchen wir. Ich habe schon lange keinen Airdrop mehr gemacht. Boah, letzte Airdrop. Was, hey, das ist über 3. Das dürfte fast 3 Monate erst einmal letzte Airdrop übrigens. 5. 10 kann er auch nicht mehr. Anscheinend. Okay, wir machen erstmal die Dinger und gehen dann zum Airdrop. Ich glaube nicht, dass da jetzt einer ist, aber es wäre mittlerweile möglich. Ich weiß jetzt, ich habe nicht nachgeguckt, ob jemand auf dem Server ist. Ich bin jetzt einfach connected. Sollte ich vielleicht mal machen. So, wir nehmen die logischerweise diesmal mit. Vergesst ihr oft genug. Wir haben eine Strafzettel bekommen. Hier ist irgendwo eine Politesse unterwegs anscheinend. Die hat uns Zettel ans Auge geklebt. Frechheit. Frechheit. Ah. Naja, es sind ganz ein paar Zombies. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ah, nicht so schnell. Wo wir hier rauskommen. Nach Möglichkeit schrotten wir jetzt dabei nicht das Auto. Da müsste noch eine Straße links weggehen. Genau, die da. Ah, in die Hallen können wir auch mal reingucken, wenn wir wieder zurückfahren. Also, wie gesagt, ich würde mir jetzt erstmal den Bereich hier angucken, dann den Bereich hier angucken. Die Stadt ist recht groß, also wir haben recht viel, was wir uns angucken können. So, immer geradeaus. Eigentlich müsste man schon fast sehen. Warum ist er doch irgendwo, oder? War nicht da? Ist er nicht gerade irgendwo aufgetaucht?
kleinen Flüsschen. Da links von uns. Theopraktisch müsste man ihn sehen. Nur ich nicht. Unten kann er... Wir haben jetzt keine 5 Minuten gebraucht, oder? Ah, das ist schon noch ein Stück. Ich glaube, wir fahren noch zumindest auf den Hügel noch irgendwie. Noch immer geradeaus. Oh Gott, war vielleicht... Hier war vielleicht doch nicht die beste Idee. Holla. Holla. Ja, okay. Wenn jetzt hier einer sniped, hat er uns definitiv, aber wie gesagt. 3 Leute, Chance ist zumindest gering. Was mir ein bisschen Sorgen macht. Ah doch, da kommt er. Okay. So. 71 Nahrung, 57 Wasser nur. Das heißt, wir können uns einmal einen kompletten Orangensaft gönnen. Große Gönnung. Die Dose können wir da lassen. Ich glaube, die klebt da. Er klebt alles ans Auto, glaube ich, wenn wir das jetzt hier ablegen, oder? Das Ding wird da wahrscheinlich auch ans Auto geklebt. Wenn wir mir vorstellen. Guck mal dann gleich mal am Fenster, ob es klebt. Munition. 9, wir haben sogar einiges an Munition. 50er E und 9mm Munition noch ein bisschen was. Cracker. Kürbis. Essen. Kürbis geht immer. Ich meine, du findest in dem Spiel ja nichts anderes wie Kürbisse. Essen. Wasser haben wir auch noch. Absinth haben wir ganz viel. Nein, wir sind schon relativ voll. Wobei wir auch ein bisschen... Ja, wir haben noch ein bisschen verschwendeten Platz. Klar, den kann man noch anders dann nutzen. Wir können noch ein bisschen was wegschmeißen, notfalls auch. Komm, einmal geht noch. Die Frage ist, wo ich meine Blockmagazine hin habe, aber... HS9. Wir können notfalls auch mit der HS9 und so weiter schießen. Oh, wir haben jetzt... Oh, 84% HS9. Das war noch eine ganz gute HS9. Unser Block ist aber auch wieder repariert, nachdem wir ja die Teile eingesammelt hatten. Ah, guck mal, er ist unten, oder? Ja, er ist unten. Hey ho, let's go. Ab zum Airdrop. Hoffentlich kriegen wir alles mitgeschleppt, aber das ist eigentlich reichen an Taschenplätzen, die wir haben. Wenn nicht, müssen wir nochmal schnell zum Auto. Ein bisschen Zeit haben wir ja. So schlimm ist es nicht. Boah, ich habe jetzt nicht die Befürchtung. Endlich mal wieder ein Airdrop. Nee, fast im gleichen Feld. Das ist Wahnsinn. Da können sie übrigens mal was fixen, die Entwickler, dass das Ding nicht immer in C0, CA0, B0, es kommt immer nur, also dass es nicht hier in der Ecke jedes Mal runterkommen, die Airdrops, sondern auch mal ein bisschen besser runterkommen, wäre ganz nett. So, 11 Minuten noch, wir machen die Tür trotzdem zu. Können wir nicht sehen, dass schon mal von weit weg nicht erschossen werden. So, und dann Airdrop. Komm, gib mir was Sinnvolles. Claymore ist nichts Sinnvolles. Wollte ich zur Staffel 1, glaube ich, schon mal einbuddeln. Wir haben Staffel 4 und ich habe es immer noch nicht geschafft, so ein Ding mal zu verbuddeln. Ja, okay. Getränke brauchen wir jetzt nicht. Cool wäre MAE-Pakete gewesen. Da hätte ich mich eher drüber gefreut. Getränke sind jetzt eher semi-gut. Mal gucken. Antipersonenmine. Bis jetzt ist nur Müll drin. Haben wir noch. Anzugshose. Joa. Wir haben schon da, also wir haben eine, oh, nett. First try. Ne, mit 11 Aufladungen von 100. Ist das dein Ernst? Ne, jetzt wenigstens irgendeine vernünftige Waffe. Oder Munition zumindest. Hier, wir haben eine Büsche. Das war, glaube ich, so ziemlich mit der schlechteste Erdruck, den ich jemals hatte. Können wir, glaube ich, festhalten. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich hatte noch nicht schlecht. Schlechtere hatte ich noch nicht. Würde ich mir mal weit aus dem Fenster lehnen. Weiß nicht, ob wir schon mal schlechtere Airdrops hatten.
Das Zeug ist A. Okay, das hier ist die A, der Armschutz ist ganz nett, weil wir den noch nicht haben. Das Robin Hood Outfit muss jetzt nicht sein. Den Bogen. Ah, die Tierhautköcher. Oh, okay, der Tierhautköcher ist gut, weil wir noch keinen Köcher haben. Ja, aber trotzdem, der Loot ist scheiße. So. Tö. Tö mit Ö. Eckbude Auto. Irgendwie ist auch die Grafik ein bisschen komisch gestellt. Oh, das liegt gerade am Wetter. So, jetzt muss ich mal. Ich glaube, wenn wir geradeaus haben wir irgendwo geparkt. Ja, aber gut. Wir haben das Robin Hood Outfit, was wir ja, nicht wirklich brauchen. Sieht eigentlich hier aus. So. Ja, dann lieber meine Hose. Obwohl, die haben wir zusätzlich an, oder? Ja, die haben wir zusätzlich an. Thermo, oder was? Nee. So, wo haben wir geparkt? Oh, da ist noch ein Schießstand. Ich hoffe, ich finde mein Auto wieder. Hier ist ziemlich warm. Ja, ja, glaube ich. Einmal noch die dicke Jacke an. So, ganz kurz. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir geparkt haben überhaupt. Also, wir haben den jetzt am Boden gelegt. Oh ja, ich muss aufpassen, wir müssen den Bogen gleich wieder mitnehmen. Der liegt jetzt am Boden rum. Hier liegt ein Leuchtfackel. Nicht meine Runde auf jeden Fall. Oder die, nicht in meiner Aufnahme. Können wir mal gucken. Oh, die sind ein bisschen kühler wie die Motorraddinger. So siehst du den. Jetzt siehst du ihn wieder. Können wir mal gucken, wie das aussieht. So. Jetzt beginnt die Suche. Find im Wald dein Auto. Das lustige Spiel. Geh mal kurz hin. Haben wir Socken an? Oh, wir haben Socken an. Socken können wir noch ausziehen. Fanservice. Die Aussicht gerade. Nur für euch. Ah, das ist. Hallöchen, Auto. So, Freunde. Ja. Das, die Tarnanzug Hose wäre jetzt eh zu warm. Wir haben eh gerade ein bisschen Probleme mit der Hitze zu kämpfen. Wir haben keinen Platz mehr. Jetzt wird es schon schwierig. Weil wir das aber auch scheiße sortiert haben. Sagen wir mal so, theoretisch, wir haben es eigentlich im Grunde haben wir es gar nicht sortiert. Sind wir mal ehrlich. So, das hier raus, das hier raus, das hier raus. Das. Obwohl, da passt eh nichts hin. So machen. So. Das. Oh, jetzt regnet es auch noch. Gehen wir mal ins Auto, bevor wir nass werden. Sind die Jacken. Achso, ich kann aus A, wenn ich im Auto bin, kann ich es rausziehen, aber ich kann im Auto, glaube ich, sortieren und reinlegen, oder? Das müsste doch zumindest gehen. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn, wenn wir das so stacken. Ein Draht. Kann ich hier nichts rausschmeißen? Konnte ich nicht im Auto Zeug rausschmeißen, wenn ich wollte? Mir war so. Das hier ist noch eigentlich alles Platzverschwendung. 18, 20, ja, da kriegen wir es nicht voll. Da passt noch irgendwas hin. Vierer-Slot bräuchten wir hierfür. Ich glaube, wir werden den Benzinkanister da lassen müssen. Ah, Regen hat aufgehört. Wir werden den Benzinkanister da lassen. Das Ding mal in die Pfoten. Achso, ja gut, einfüllen. Okay, ciao. Der ist ein bisschen riesig. Das Bügeli. Kodiak 60. Ist ja was, ist ja viel wert. Glaub nicht. Boah, wir haben die Taschen. Carbonpfeil, die Dinger sind halt auch riesig. Boah, wir haben die Taschen so kacke voll.
Wenn wir den hier rausziehen, kriege ich den hier rein? Nee. Wie lang ist denn der? Das gibt's doch gar nicht. Ist das euer Ernst? What? Ist das euer Ernst? Autobatterie und Benzin müssten wir da lassen. Wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause Loot wegbringen. Oder ich schmeiß noch Zeug weg. Packen das erstmal so ein. Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Ah, 36 Minuten. Ich bin überlegen, ob ich tatsächlich nochmal einen Abstecher zum Händler mache und einfach nochmal Zeug loswerde oder tatsächlich offline nach Hause fahre, mein Zeug wegbringe und dann wieder herzufahren. Das würde ich dann, wie gesagt, halt offline machen, damit ihr jetzt nicht seht, wie ich zwei Folgen letztendlich blöd durch die Gegend fahre mit meinem Auto von A nach B. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Das ist die richtige Straße auf jeden Fall. Ja, ich will auf jeden Fall die Stadt noch looten, aber dafür müssen wir das Auto leer machen. Ich glaube, ich werde mein Auto tatsächlich einmal leer machen müssen. Ich glaube, so machen wir es. Ich werde wahrscheinlich nach Hause fahren oder wir werden uns beim Händler in der nächsten Folge wiedersehen. Wir müssen mal gucken, eins von beiden wird der Fall sein. Auf jeden Fall. Damit wir erstmal wieder ein bisschen Platz kriegen und überhaupt irgendwas looten können in der Stadt. Denn ich würde gerne ein bisschen was in der Stadt looten. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Scum. Mal gucken, wie viele Folgen wir ja noch haben. Es kommt dieses Jahr auf jeden Fall und wir haben jetzt November, Mitte November schon fast, wo ich das Ganze aufnehme. Und dieses Jahr soll wohl noch die Version 0.8 kommen. Ich bin mal sehr gespannt. Dann werden wir noch anfangen mit Staffel 5 auf jeden Fall. Aber mal gucken. Oh, cool. Moment, das gucken wir so schnell an. Da ich es gerade gesehen habe. Traktorfrager habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon alles mögliche an Autos gesehen, aber das ist ja cool. Traktorfrager habe ich echt noch nie gesehen. Cool. Neu. Für mich zumindest neu. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ciao, ciao, mach's gut. Bis zur nächsten Folge.